Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, was soll man am Ende dieses Tages nach 3 Stunden als Fazit sehen? Erst einmal ein großes Dankeschön von unserer Seite, von den Organisatoren und auch vom Deutschen Zentrum zum Schutz von Versuchstieren als auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dass wir so eine spannende, interessante Diskussion führen konnten, eine sehr offene Diskussion, die aus meiner Sicht sachlich verlaufen ist, in manchen Argumenten auch hart und klar. Das ist notwendig, um dieses Thema allgemein aufzugreifen und mit diesem Thema weiter zu diskutieren. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die so bei mir hängen geblieben sind. Das eine ist, es geht um den Willen. Das haben wir zum einen von Herrn Maiser gehört, aber von Herrn Ach auch. Herr Theuer hat ihm zugestimmt, das ist die Diskussion, mit der wir umzugehen haben, nämlich die Frage, welcher Wille ist nicht nur in der Gesellschaft, sondern in der Wissenschaft vorhanden, am System was zu verändern. Und dort mit auch eine ethische als auch eine gesetzliche Diskussion anzuregen, weil am Beispiel der Ausführung von Herrn Maisack sich das ganz gut aufhängen lässt an dem Thema Haltungskapazitäten. Das war ja so ein Wort, was immanent hier ständig diskutiert wurde. Da kommen so viele Fragen auf, die ich wichtig fand. Das war einmal die Frage der wissenschaftlichen Freiheit, die gestellt wird im Sinne von Ressourcenmangel oder wie viele Ressourcen müssen überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Da will ich von meiner Seite kurz nur sagen, auch in Universitäten, unabhängig von Tierversuchen, ist die Forschung auch immer beschnitten und eingeschränkt, weil jeder Wissenschaftler hat nicht die freien Ressourcen zur Verfügung, dass er jedem seiner Fragestellung nachgehen kann. Und da gibt es auch Diskussionen über die Frage, inwiefern zum Beispiel Leitungen von Universitäten eingreifen können und einzelnen Wissenschaftlern auch Vorschriften machen können. Das zeigt, dass an dem Beispiel der Haltungskapazität aufgehängt sehr viel noch in der Zukunft zu diskutieren ist über die Frage, wie groß und umfangreich muss die Haltung sein? Was muss an Haltung vorgehalten werden? Es gab die Diskussion über die Frage, ist das artgerechte Haltung? Die Diskussion aus der juristischen Sicht, nämlich die Frage, ist tatsächlich die Vorgabe des EU-Gesetzes immer noch, wird die rechtskonform eingehalten? Auf der anderen Seite ist natürlich die ethische Betrachtung zu betrachten, inwiefern die Lebenskapazität weil die Haltung letztendlich artgerecht ist. Ich glaube, wenn wir nochmal den Punkt Willen aufgreifen, dann ist das positive Fazit, dass von allen Seiten gewollt ist, sich dorthin mehr zu bewegen, zu mehr Tierschutz oder Tierwohl. Wir sehen das in den Argumenten sowohl aus der Wissenschaft, wenn es darum geht, wie kann ich die überzähligen Tiere oder wie kam es dazu, dass jetzt schon mal 700.000 überzählige Tiere weniger es gibt. Wir müssen natürlich weiterhin hinterfragen in den ethischen Abwägungen die Tierversuchspraxis und natürlich die Notwendigkeit einzelner Tierversuche. Das heißt, es wird immer eine Einzelfallbetrachtung bleiben und eine ethische Abwägung. Wir müssen immer diese Diskussion, diese ewige Diskussion über Wissenschaftsfreiheit weiterführen. Und wir müssen vor allen Dingen im Gespräch bleiben. Und ich zitiere da so ähnlich Herr Acht, der nämlich sagte, es ist ja schön, dass wir hier so eine Diskussion haben, weil solch eine Diskussion in dem Rahmen mit diesem Thema und auch im Zeitfenster hatte er über einen gewissen Zeitraum schon vermisst. Ich hoffe, dass wir damit etwas anregen könnten, dass Sie einzeln in Ihren Häusern, an den Universitäten, in der Industrie, aber auch in den Tierschutzorganisationen diese Diskussion weiterführen. Und ich danke Ihnen recht herzlich nochmal, dass Sie hierher gekommen sind und wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. Und bedanke mich noch. Auf Wiedersehen.